Ich kenne schon viele Leute, die ihren PC zu Hause gar nicht mehr benutzen, da sie einfach nur noch mit dem Smartphone und dem Tablet unterwegs sind. Und Epson hat hier mit seiner iPrint-App für iOS und Android auch die passende App, damit ihr auch alles direkt vom Smartphone oder vom Tablet erledigen könnt. Ihr könnt dann also hier direkt E-Mails, Bilder, Dokumente ausdrucken oder auch direkt Dokumente vom Drucker auf das Smartphone oder Tablet senden. Ihr braucht da gar keinen PC mehr dafür. Und deshalb schauen wir uns mal diese App hier an. Ihr könnt sie finden, indem ihr einfach Epson im Play Store oder im App Store eingibt und dann hier die iPrint App findet. Ich habe sie schon mal installiert und wir können hier gleich mal loslegen. Und damit die App funktioniert, benötigen wir auch einen passenden Drucker mit WLAN. Und dafür habe ich hier den Epson XP615. Der hat hier auch noch ein schönes Farbdisplay, Kartenleser und hier unten einen USB-Port. Also wir können mit diesem Drucker schon so einiges machen. Das Schöne ist, dass man für diesen Drucker eigentlich auch gar keinen PC braucht. Wir können hier kopieren. Über das Scannen können wir direkt auch auf eine Speicherkarte scannen oder in die Cloud. Ihr müsst nur eure Speicherkarte einsetzen und könnt hier direkt Fotos ausdrucken. Und damit die App funktioniert, müssen wir jetzt erstmal das WLAN einrichten. Dazu gehen wir hier auf Wi-Fi Settings. Dann haben wir hier den Assistenten. Und der sucht jetzt erstmal nach verfügbaren Netzwerken. Nachdem man das getan hat, wird hier das WLAN eingerichtet. Der Drucker verbindet sich also mit dem Netzwerk. Euer mobiles Gerät muss natürlich im gleichen Netzwerk sein wie der Drucker. Und dann können wir hier die App öffnen und den Drucker auswählen. Und da gehen wir jetzt mal drauf, gehen hier auf Lokal und warten kurz. Und ihr seht, hier wird auch schon XP610 Serie angezeigt. Und wir können direkt hier loslegen. Ihr seht, der Drucker ist bereit. Die Tintenmenge wird hier auch angezeigt und von der App können wir auch direkt Tinte kaufen. Wir können auch gleich eine Druckkopfreinigung durchführen oder einen Düsentest und auch hier Einstellungen vornehmen. Über die App können wir hier auch auf einen E-Mail-fähigen Drucker zugreifen, also einfach über das Internet ausdrucken. Das ist natürlich auch sehr schön. Oder wir können hier auch direkt die IP manuell eingeben. Aber wenn sich der Drucker im gleichen WLAN befindet, dann wird er automatisch hier gefunden. Und hier in der App haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, was wir alles drucken können. Wir können hier Fotos auswählen, gespeicherte Dokumente. Wir haben hier einen Online-Speicher, also eine Cloud. Webseiten drucken, können hier auch direkt scannen, kopieren. Wir haben auch hier Speicherzugriff auf die Karten oder den USB-Stick, der im Drucker ist. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit Fotos an. Hier habe ich Beispielfotos, da wähle ich mal das hier aus. In den Einstellungen können wir dann wählen, welches Papier verwendet wird. Und da gibt es eine riesige Auswahl, denn der Drucker kommt mit dieser Papierkassette, wo wir auch Fotopapier einsetzen können, im bekannten Fotoformat oder eben auch direkt DIN A4 Fotopapier. Ich habe jetzt DIN A4 Normalpapier ausgewählt und wir können hier loslegen. Und da haben wir das Bild. Mann, sieht das lecker aus. Drucken wir mal eine Webseite aus. Hier haben wir newgadgets.de und die Seite muss erst voll laden und dann können wir hier auf Drucken gehen und schon wird die Webseite hier im DIN A4 Format ausgewählt. Das sind dann vier Seiten und die drucken wir jetzt einfach mal aus. Und jetzt haben wir hier newgadgets.de ausgedruckt. Und da das ein Multifunktionsgerät ist, können wir hier natürlich auch scannen. Und da scannen wir jetzt einfach mal die Webseite ein. So, wird dann hier angebracht. Und von der App können wir hier direkt scannen. Einfach nur hier auf den Scan-Button drücken. Und schon geht's los. Und fertig. Das ist auf jeden Fall sehr schnell. Und wir können jetzt entweder speichern, es per Mail versenden oder direkt auch ausdrucken. Speichern wir es mal in unseren lokalen Ordner. Wir können dann wählen, ob wir es als PDF haben wollen oder als JPEG. Wenn wir es in Aufnahmen speichern, wird es einfach in euren Bildordner gespeichert. Außerdem haben wir hier noch die Möglichkeit, es hier in die Dropbox, Evernote, Google Drive oder Microsoft SkyDrive oder auch, wie es jetzt heißt, OneDrive zu speichern. Und dann probiere ich auch gleich mal was aus, was die ganze Zeit mit meinem alten Drucker nicht ging. Und zwar hier von iOS direkt von der Mail-App aus drucken.
Zwar geht man dann hier einfach auf Drucken und muss dann hier einen Drucker auswählen. Und mein Drucker, das war ein Brother, der hat das nicht unterstützt, aber der Epson unterstützt das. Und wir müssen hier einfach nur auswählen, wird ja auch direkt erkannt, wie ihr gesehen habt. Und dann druckt der Drucker automatisch aus. Und wie man sehen kann, auch schön schnell. Und wenn wir schon mal hier dabei sind, wie sieht es mit der Qualität aus? Näher kann die Kamera nicht an das Papier ran. Aber wie man sehen kann, sieht das doch ganz okay aus hier. Und wenn ihr Interesse an diesem Drucker habt, dann schaut hier einfach in der Videobeschreibung vorbei, denn dort ist ein Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Ihr habt gesehen, mit der App konnten wir so ziemlich alles ausdrucken, was wir wollten und auf dem Smartphone haben, also unsere Fotos, Dokumente und auch Webseiten. Wir konnten auch direkt Dokumente einscannen und hier auf das Smartphone bringen. Und dafür war nicht mal ein PC nötig. Also ich finde das sehr interessant, vor allem für Selbstständige, die beispielsweise schnell ihre Dokumente einscannen möchten. Dann haben sie die direkt auf dem Smartphone oder auch in der Cloud. Man kann hier direkt Rechnungen ausdrucken, braucht nicht mal den PC einzuschalten. Manchmal ist das eben auch sehr viel schneller und einfacher. Das Ganze habe ich jetzt hier mit meinem iPhone gemacht. Das funktioniert natürlich auch mit Android. Ich habe nur derzeit kein Android-Gerät hier. Das war mein Test zur iPrint-App von Epson, hier mit dem Epson XP615 Drucker. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen hoch auf YouTube gebt und auf meiner Webseite vorbeischaut, denn dort gibt es eine kleine Überraschung für euch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.